Dann nehmen wir uns Imperial mal vor. Immer noch Dave ist, wenn wir wissen. Dave! Ach, jetzt ist er da. Fragwürdig, fragwürdig. Hi, Dave. Hallo. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Yep. Machen wir. Erst nehmen wir die Basis aus. So brauche ich Schokobon. Schokobon, komm ran. Hui, auf geht's. Robo außer Kontrolle. Was haben die hier draußen bloß vor? Wollen sicher auch das letzte Stück Land erobern. Dafür scheinen sie zu wenige zu sein. Wahrscheinlich eher als Versorgungspunkt gedacht. Wir sollten ihn zerstören. Genau, muss ich mitten rein da in die Butze vorstellen. Komm ich denn da? Mal drumherum reiten, dann werden wir es schon sehen. Sieht so aus wie die letzte. Von außen vielleicht. Vermutlich sind sie besser vorbereitet als beim letzten Mal. Na, wunderbar. Jetzt sage ich dir noch, wunderbar. Danke. Meint ihr, Iris ist sicher? Nun, sie ist ganz alleine. Keine Sorge, sie ist eine Amicitia. Gucken, wie wir da reinkommen. Wie kommen wir da rein, Mann? Hey. Iris ist aber keine begeisterte Kämpferin, oder? Blöde Frage. Wir sollten uns nicht mehr Zeit als nötig lassen. Hier rein? Nein. Okay, ab dem möchten. Bis bald, Kleiner. Den und Schokobon. Ja. Okay, dahin. Mir mag ich die Dinger hier. Könnte vielleicht leicht Aufmerksamkeit erregt haben. Aber nur so leicht. So, wir müssen hier hoch. Los. Schweine. Muss einer, ne? Muss nur einer sein. Hab den noch nicht fertig. Ich das wieder machen. Mann, 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 ihr könnt auch mal was tun. So, und da. Also, wie lautet der Plan? Wir nehmen den Brigadegeneral als Geisel. Die Zahl ihrer MI ist unbegrenzt. Und Maschinen verraten uns keine Informationen. Zunächst teilen wir uns auf. Prompto und Gladio lenken den Feind ab. Kein Problem. Im Leute irritieren bin ich gut. Noct,
Bist du bereit? Aber sowas von... Operation Geiseldrama läuft! Das wird ein Nachspiel haben. Diese Aranea ist nicht zu erreichen. Zu all dem Ärger. Ihr Fehlverhalten stellt mich in einem ganz schlechten Licht dar. Wir müssen ihn überwältigen. Folgen wir ihm. Ich gebe dir das Signal zum Handeln. Lass dich nicht von ihm entdecken. Wo du denn dann bist? Ja, ja. Oh. Ja, jetzt Lücken. Wie der Zaum, wenn man hier rum kann. Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Ja, was hat der Kanzler vor? Auch die... Was ist denn? Hey, er ist da! Ach du Scheiße. Die Lage ist aussichtslos. Ziehen wir uns zurück, ehe es zu spät ist. Ups. Okay, auch ein neues. Einfach nur Ignis hinterherlaufen. Er macht das schon. Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? War jetzt euch die Wache da erledigt? Ich probiere mal aus, außer dass neu geladen wird, kann ja nichts passieren. Steht da wieder nur rum. Geht da. Noct. Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitech-Soldaten setzt. Ja. Ah, da ist wieder ein Schütze. Total sichere Basis. Die Tore machen totalen Sinn. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen.
Okay, wo geht's lang? Oh, jetzt lang. Warum? Weißt du, da ist auch einer. Drüben mal liegen ist. Hier lang. Zurück, ehe es zu spät ist. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den du aber Vater jetzt hier. Hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Armee. Ah, hier oben hätte ich lang gehen sollen. Nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Will er denn lang? Das ist die Frage. Geht er da durchs nächste Tor? Dann brauche ich nur darüber warten. Britisch. Wieder hin. Seht dich. NPC müsste man sagen, ne? So wie Ignis, der portet sich einfach nur dahin, wo er als nächstes stehen soll. Da ist der Energieversorgung. Letztes Mal versuche ich noch Aranea zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Er lässt seine Wachen dastehen. Jetzt. Noct, pirsch dich von hinten an und überwältige ihn. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Ja, ich weiß. Hab ihn. Gut gemacht, Noct. Weiter so. Ausgenockt. Ah. Los, das war das Signal. Noct. Geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Caligo. Okay, sei vorsichtig. Okay, wo sind die beiden? Da. Hier da unten? Alle. Meine Rache. Was macht ihr schon wieder hier, Jungs? Alles klar, ich sehe schon. Was haben wir denn hier? Wie sieht's mit Blitz aus? Sehr wahrscheinlich mag er keinen Blitz. Ja, das könnte ein bisschen schneller gehen. Ah, doch, das ist relativ robust, der Typ. Ja, trotzdem schocke ich ihn mal ein bisschen. Ich habe keinen Zauber mehr. Das neue Zauberspruch.
Oh ja. Hat gut gerumst. Aber es explodiert bestimmt gleich. Das coole Ding hier nehmen dazu. Oh nein. Ah. Oh. Oh, bringt nichts. Dann machen wir es per Hand. Hey. Greift es nicht an. Ah, ich muss bedienen. Das war's. Wenigstens wart ihr erfolgreich. Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Das nächste Mal kriegen wir ihn. War's schon. Beutenstabilisator. Okay. Dann gucken wir, wie wir wieder hier rauskommen. Oh nein. Was ist denn das? Na, mein Hübscher. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das schon alles gewesen wäre. Arena Highwind. Na komm. Wird doch wohl auch eine Schwäche haben. Da, 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 da. Gleich habe ich es geschafft. Und wow, die keine Schwächen. 46.500 Leben. Respekt. Oder mal wie so ein Feuer unterm Arsch, der Lady. Uh-oh. Boah, Junge, geht die ab. Schwächsten, ne? Oh Mann, die macht aber immer dasselbe hier. Wollen wir mal. Das war's? Schade, schon Feierabend. Wie bitte? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Oh, hat die ein Tempo drauf. Wer zum Teufel war das? Kugelsicherer Anzug. Hoffentlich geht's Iris gut.
Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Seid ihr ja. Habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Aber sowas von. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Was? Ding, ding. Wieder eine Imperialbasis weniger. Oh, reicht nicht zum Leveln. Ja, zumindest nicht. Doch. Ah. Oh. Ja, Buff noch 43. Oh, das bin ja ich auf dem Foto. Schönes Foto, oder? Ja, du könntest später echt mal professioneller Fotograf werden. Ein paar Bilder gelöscht. Nein, das Foto ist nur gut, weil du so fotogen bist. Der war langweilig. Dieses neue Charakter behalten. Weiter geht's. War echt schwierig, 25 Bilder zu löschen. Alles schön. Bilder. Gut. Dann fahren wir weiter, oder, Mädels? Und erst Iris abliefern, bevor wir wieder questen gehen. Aber natürlich. Okay, fahren wir los? Ja. Ich würde gern fahren. Oh, ich darf mal wieder nicht. Okay, auf geht's. Ich fühle mich verarscht. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja. Die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kur damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr. Davon kannst du wahrscheinlich ausgehen. Naja, wir haben erstmal gewonnen, jetzt feiern wir erstmal den Sieg. Auch wenn sie sich zurückgezogen. Nein, es war kein Rückzug. Ein Vormarsch in eine andere Richtung. Das ist so eine kleine Hütte, da könnte was drin sein. Die ganze Gegend hier war ich, glaube ich, noch niemals. Da müssen wir mal alles angucken hier. Ah. Auf jeden Fall auch noch mal. Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmalam Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Na, von mir aus. Nur der Letzte, der Nein sagt. Ach ja, mal eben zum Hafen fahren ist nicht. Voller wilder Tiere, wetten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Nein, ich habe meinen Schokobo verlängern müssen. Spaß. Sind wir da? Auf Iris Äpfel mit. Wird doch kaum leben. Übrigens, während ihr weg wart, ist hier ein Chocobo mit Reiter vorbeigetrabt. Sag mal, seid ihr schon mal auf Chocobos geritten? Das sah total spaßig aus. Hey, probier's doch aus. Noct, ruft der Dame einen Vogel.
Ei, ei. Los, Kleiner. Noch ein Chocobo. Unsere Reiterschaft wird immer größer. Weil natürlich mein Chocobo nicht mehr lange da ist. Ost vergessen hab. Verlängern. Egal, wird schon noch reichen. Hui, schön. Ah, oh, ach, da hinten die. Der Langweiler. Stimmt. Die Jagdsaison ist eröffnet. Halt. Oh. Hätte ja gar nichts. Wissens hat sie anscheinend da ein Talent. Ob die später noch mitkämpft? Gute Frage. Immer drauf. Haha, ausgewichen. Kurz, oder? Besten Dank. Wow, seid ihr alle stark. Echt? Alle? Ja, total. Das war wirklich cool. Ja, ich weiß, ich musste nur mal meine Muckis zeigen. Sie hat doch nur Mitleid mit dir. Ja, wurden wohl vom Spiel dezent darauf hingewiesen, dass hier noch ein Gebiet zum Erkunden ist. Da finden wir da drin noch eine Königswaffe. Hier oben muss ich auch noch mal hin auf den Berg. Hab ich was gehabt. In so einen Nasen. Doktor, ne? Nasendoktorfisch. Ah. Danke. Kann man hier stehen? Oh nein, meine Mietzeit ist abgelaufen. Junge. Windelhörner. Ist es, das schaffen wir mit links. Leg los, Otto! Auf welcher Seite stehst du? Sorry. Auf dich ist Verlass. Schluss mit los. Was war das denn? Hat sie da mit einem Stofftier draufgehauen? Vorsicht. Gut gemacht, Jungs. Alles in Ordnung bei dir? Klar, schließlich habt ihr mich beschützt. Oh, kein Chocobo mehr. Verdammt. Verlaufen. In letzter Zeit alles. Mein Kopf vergessen, wenn er nicht angebunden wäre. Mein Gott, ne. So. Gib mir den Gift nicht mehr auf den Keks hier. Aua. Wollte doch nur Waffe wechseln. Hier ausprobieren. Überwältigt. So bin ich halt.
Was macht die jetzt? Okay. Oh ja. Nicht schlecht. Lieben gern. So muss das sein. Komm, zeig mal deiner Schwester, was du kannst. Wow. Leben schlagen. Das sehen wir noch eins. Killerbiene. Bam, 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 bam. Und bei dir? Ja, mir geht es blendend. Ist das wirklich Iris mitnehmen in den Dungeon? Da kommt es aber auch nicht. Keine 5 Meter weit, ne? Ein Warp-Angriff mit Schadensmultiplikator mal 2 ausführen. Zorn. An, 1,5. Schule. Ist in Ordnung bei dir? Klar, schließlich habt ihr mich beschützt. Tja, ja, wir sind wahre Männer. Schützen die Ladies. Und kommen nicht mal durch den Busch. So ist das. Irgendwo gleich das Dungeon anfangen.